Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, Plan ist es heute, wieder mal ein bisschen an der Brücke rumzubasteln und nebenbei vielleicht noch Blattlaus-Jungspinne fangen, keine Ahnung, so wie es halt passiert, ne? Ja, und dann ist mir erst nach der letzten Aufnahme aufgefallen, dass wir schon wieder 150 Folgen haben. Krass, wie die Zeit so vergeht, ne? Kann man kaum glauben. Aber gut. Haben wir noch Pelzbrocken? Oh. 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 Wir müssten bald wieder Pilze farmen gehen. Weil der braune Kram hier, der bringt uns nichts. Weil bei den roten Pilzen kriege ich jedes Mal 10 Stück raus. So, und bei den braunen. Ne, das waren gar nicht die braunen. Da sind sie. Kriege ich nur 6 Stück raus. Das rentiert sich gar nicht. Der rentiert sich nicht. Aber gut. Wir brauchen sie so oder so. So, den ganzen. Nee, da wollte ich noch nicht dran. Gehen wir gleich dran. Falsch rum. So rum. Den ganzen Kram wieder weg. Also Pilzbrei haben wir ordentlich was da. Das ist schon mal sehr gut. Und ich denke mal, Pilzziegel kriegen wir auch zusammen. Ich schätze mal, so 500 Stück könnten wir so langsam haben. Von knapp 800. Na super. Aber ich habe gesehen, Federn haben wir mittlerweile auch schon über 50 Stück in der Kiste wieder. Das heißt, wir werden heute mal den Turm ein bisschen ausbauen. Zumindest erstmal grob die Türme stellen. Ich glaube, wir müssen noch die ganze andere Seite mit Ziegeln fertig machen. Da war da noch was, ne? Ach Mann. Das ist, wenn man 2 Tage nicht baut, dann weiß man nicht, was zu tun ist. So, mal gucken, was haben wir? Ach, den Pilzmüll da. Gleich in die Kiste. Zack, weg damit. Fünfzig, 150, 250, 350, 450, 550, 75. 575 Stück. Naja, wir nähern uns schon dem Ziel. Ein bisschen Platz lassen wir noch. Dann gehen wir mal gucken. Ich glaube, wir ziehen uns mal die. Obwohl, wir brauchen kein Holz und kein Gras im Moment. Können wir auch in der Rüstung weiterlaufen. Hab ich nicht gerade eben erst die Wolfsspinne da unten geholt? Die hat ganz schön schnell gespawnt, ne? Oh. Oh, guck mal, was hier los ist. Und ich war zu lahm. Alle sind so weg. Ey, was ist denn los? Heute treffen wir noch nicht immer mehr. Ach ja. Aber so könnten wir unsere 10 Stück mal vollkriegen. Wo bist du denn? So, einer noch. Ja, Rüsselkäferchen, euch will ich jetzt gerade nicht haben. Aber. Das ist. Eine Laus noch, komm. Echt jetzt? Guck mal, was hier los ist. So, jetzt reicht's aber. Bevor wir das ganze Inventar voller Läuse haben, sollen sie hier rumlausen, wie sie wollen. Ja. Wir wollen mal nach der Brücke schauen. Ach stimmt, hier wollten wir auch noch mal was ändern. Das heißt, da brauchen wir noch mal ein bisschen Holz und ein bisschen Klee. Sollte kein Problem sein, kriegen wir. Kriegen wir doch hin. Zumindest schon mal den Klee.
Gut, dass ich ein bisschen Platz im Inventar gelassen habe. Der aber auch schon wieder fort ist. Na, super. So. Ja. War ja klar. War doch klar. Also holen wir mal hier ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Ach ja, ach ja. Guten Tag. Ja, ich muss erst die hier bauen. Also manchmal ist die Logik hier im Spiel ein bisschen komisch. Hat mir aber auch, ich glaube, das hatte in der vorletzten Folge schon gesagt, jemand geschrieben, dass er auch die Probleme hat, dass er nicht mehr wirklich einen Turm hochbauen kann im Moment. Das ist manchmal ein bisschen tricky, ne? Kriege ich das da hinten oder landet das im Wasser? Also hier hinten das Holz, das ist meiner Meinung nach fast sinnlos. Ja. Weil es landet im Wasser und dann kann man gucken, wie man das am sinnvollsten irgendwie rausfischen kann. Ich glaube, viel schlimmer ist der Stängel da hinten. Ich glaube, ich hätte sie killen müssen, die Läuse. So, und ich habe mich gegen die Ameisenrüstung entschieden. Ah, super. Naja. Funktioniert ja auch irgendwie so. So, sicherheitshalber legen wir das jetzt erstmal hier irgendwo ab. Nicht, dass ich die drei Dinger, die ich da rausgefischt habe, gleich wieder ins Wasser schmeiß. Weil man weiß nie, wie weit kann man ins Wasser reingehen. Ja. Könnte vielleicht auch erstmal reichen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass irgendein Vieh es bis hierher katapultiert. So. Reicht sogar. Der kann wieder weg. Ja, dann sind wir ja durch für heute. Nein. Oder? Nein, noch nicht ganz. So, ich müsste einmal die Brücke komplett auf der Seite noch bis nach hinten hin durcharbeiten. Und ich würde aber heute erstmal ganz gern den Turm bauen, um mal zu gucken, wie das aussehen würde, könnte oder letztendlich, wie es aussieht. Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Und da muss ich noch eine Lösung finden, wie ich die Seilbahn da oben reinkriege. Aber das, denke ich mal, sollte kein Problem sein. Das finde ich eine Lösung. Wenn ich mich mit irgendwas hochbauen muss. Muss ich dann ewigen Dach. So, und das Dach ist eh wieder falsch, weil, wir haben ja gesagt, Federdach. Aber ihr seht schon, ich muss mich hochbauen irgendwie. Geht nichts dran vorbei. Ich muss mir nur überlegen, wie oder wo. Am besten seitlich. Da hätte ich auch eine Wand jetzt offen lassen müssen. Naja, gut. Den gleichen Turm bauen wir nochmal hier hin. So, zack. Zack. Die werden dann noch schön beleuchtet. So, ich habe noch eine Wand nach oben und dann kommt erst das Holz. So, den. Und Holzwand. Die Stängelwand. So, das wäre dann Turm Nummer 2. Da müssen wir mal gucken. Weil ich glaube, an der Zahl sind das 12 so Türme, die wir bauen müssen. Ich glaube, hier lasse ich jetzt an der Seite die Mauer schon mal offen.
Weil rein theoretisch. Da muss ein Kleedach hin. Denn auf das Kleedach kommen nämlich dann vier Seilbahnen. Boah, ich überlege gerade was anderes. Bauen wir wirklich vier Seilbahnen? Oder mache ich mit Bögen hier oben und baue zentral eine Seilbahn und spann mehrere Seile? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das müssen wir uns angucken. Also ich weiß es nicht. Wir müssen echt mal gucken, wie das letztendlich aussieht. Hau ab. So, das heißt dann hier der nächste Turm. Der nächste Turm. Das wäre dann so. Ich glaube, wir probieren das mal mit den Bögen. Ich habe nämlich keinen Plan. Müssen wir nämlich echt mal gucken, wie das dann am besten aussieht. Weil rein theoretisch müsste es ja gehen. Ich kann hier zigtausend Seilbahnen an eine Seilbahn dranhängen. Und vielleicht funktioniert es besser, wenn wir eine mittig stellen und lassen vier Stränge, also zwei Stück nach vorne und davon zwei Stück nach hinten gehen. Mit den gleichen Abständen sollte es ja auch alles gleich aussehen. Weil ich glaube, vier Seilbahnen in so einen kleinen Turm reingedroschen, das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Wird auch ein bisschen blöd zu bauen, glaube ich. Irgendwie. Da mal zu. Und dann müsst ihr euch halt noch vorstellen, da geht ja dann noch ein Dach drüber, ne? Federdach. Und dann sehen die Türme wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aus. Ach, den wollte ich offen lassen, das letzte Feld. Egal. Ja, und dann könnte man sich den Spaß machen, an jeden Turm einen anderen Kopf hängen. Das heißt, eigentlich muss da oben der Kram weg. Dann müssen die. Ja, wir müssen erstmal dann das Zwischendingens hier bauen. Weil ich baue mich sonst hoch, sitze dann da oben und kann die Seilbahn noch nicht mal fertig machen. Das würde aber dann so gehen. Muss halt nur mal gucken, dass wir uns nochmal Holz hier herstellen, den ganzen Dingens. Da oben kommen wir nicht dran. 12 Stück. Da habe ich mir schon gedacht, dass die letzten zwei, nee, vier fehlen. So. Das natürlich noch schön beleuchten. Ich denke mal, das wird dann richtig, richtig geil. So, Federdach oben drauf. Da Bögen hin. Na, komm. Das gleiche machen wir hier. Ich denke, das wäre so die Lösung. Dann wäre nämlich eine Seilbahn pro Turm. Stellt euch mal vor, ich müsste bei 12 Türmen vier Seilbahnen jedes Mal bauen. Könnt ihr euch ja mal ausrechnen, aber das ist ein bisschen viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Material. Und dann denke ich mal, wird es so doch ganz gut funktionieren. Und neben an der Seite muss ich mich halt immer mal kurz mit einer Kleetreppe oder so hoch, also mit einer Klee, mit einem Kleedach hochbauen.
Wenn wir dann noch schön Federdach drauf haben, ich denke, das wird dann ganz geil. So. Dann würde ich sagen, verbauen wir hier unten noch ein bisschen Zeugs. Dass es auch so langsam mal zum Ende kommt. Schau, der Koi ist direkt unter mir. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen beim Schwimmen. Wohl, das war ja eigentlich immer so, sobald ich an der Oberfläche bin, können die Wassertierchen mir nichts machen. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Das funktioniert so eh nicht. Hallo? War es eine aufwendige Brücke. So. Pilzziegel leer. Aber so weit haben wir auch nicht mehr. Das geht eigentlich. Das heißt, da muss ich aber dann gut planen, dass wenn ich die Türme fertigstelle, dass ich dann auch alles so weit einstecken habe, weil tausendmal hoch und wieder runter ist ein bisschen blöd. Jetzt stellt euch mal vor, da noch Federdach drauf. Dann überall die Holzdinger dazwischen. Dann gehen von dort aus überall die Seile runter. Ne? Ich denke mal, das sieht bestimmt ganz geil aus, wenn das fertig ist. Na komm. Oh, das Klee hier, das nervt, ne? So, was sagt's Inventar? Ganz viel Läuse, jo. Boah, jetzt überlegt mal, überall stehen dann die Türme mit so einem kleinen Abstand. Das wird schon geil. Das wird wirklich mal was Geiles. Erstmal Läuschen aufhängen. Perfekt. Und schlafen gehen. No joke. So. Die können wir weg. Die essen wir. Zumindest schon mal eine. Hydration is the key to performance. So. Machen wir mal den Spinnenkram weg. Dann gehe ich mal ein Holzdingens unten holen. Müssen wir auch wieder auffüllen. Das Holz hält irgendwie nie lange bei mir. Jetzt mit der Rüsselkäfer-Party. Na auf. Ey, dass man so nicht rennen kann.
So, jetzt muss ich mal ausprobieren. Wie sieht das aus? Rein theoretisch kann ich jedes Mal zwei Stück hochbauen. Jedes Mal zwei Stück. Ich könnte einen nämlich hier dran setzen. Und einen da oben dran. Dann müsste ich rein theoretisch auch da oben reinkommen. Ach so, bestimmt nicht. Es wird halt dann blöd unten beim Wasser. Weil jedes Mal, wenn ich dann da an der Seite das Dingens abbaue, fliegt mir das Zeug ins Wasser. Das heißt, da wird viel Holz verloren gehen. Aber das ist dann leider mal so. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Müssten wir erstmal hier einen Boden reinzimmern. Und hier vielleicht eine hängende Lampe dann dran. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstens, ich kann von hier aus springen. Das ist nämlich dann wichtig bei denen da vorne, wo ich nicht einfach, ne? Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, das hinterste offen zu lassen. So, und jetzt müssen wir nämlich genau mittig eine Seilbahn positionieren. Stück. Das müsste mittig sein. Oder zumindest so halbwegs. So, dann müssen erst jetzt die Haken fertig. Wir können schon mal das Dach vorbereiten. Ba, 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 ba. Klasse. Klasse, das müssen wir gleich nochmal probieren. Erstmal das Dach und dann die Seilbahn. Fängt ja gut an. Wird wieder mit dem Plan nichts, ne? Doch, es geht. Kann natürlich passieren. Wo haben wir denn die Haken? Da sind die Haken. Könnte ganz schön interessant werden. Ja, wie gesagt, was ist denn jetzt los? Was ist denn da los? Wir müssen die andere Wand öffnen. Also zumindest bei den anderen Türmen. Hier jetzt nicht mehr. 3, 4. Hier brauchen wir 6 Stück. Ton, tralala und hin und her, ne? So, probieren wir es nochmal. So, Ton und Seil. Ton und Seil und Federn. Ton, Seil und Federn. Kriege mal. Sollte mal alles hinkriegen. Sollten wir mal ein paar machen. Toll, und man erkennt wieder nicht, dass da noch Zeug drin liegt. Also das hoffe ich, dass die das mal wieder ändern. Das finde ich so grottig. Ich fand das halt viel schöner, dass das hier unten drinne liegt. Finde ich nicht toll. Gefällt mir überhaupt nicht. Ton, Seiden, Seil.
Und was war es noch? Na, Ton und Seil. Ah, Federn. Federn. Ganz wichtig. So. Nee, alle wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ich will jetzt zum Ende zumindest nochmal das mit Federdach sehen. Rein theoretisch müssten wir auch hier die ersten Haken gerade noch schnell machen, damit ich da nicht mehr hoch muss. Ah. Das heißt, Bienenstachel fehlen. Bienenstachel. Ja, wir rennen mal wieder zurück. Mann. Weil ich sehe das Problem, wenn ich jetzt das Dach fertig mache, werde ich wahrscheinlich da nicht mehr durch die Wand reinkommen. Apropos Wand, nehmen wir auch gleich Ziegel mit. Zumindest ein Stack, dass wir da einen Turm mal komplett dicht machen können. Achtung, jetzt fehlen Stachel. Oh nö, das sieht ganz gut aus. Erstmal. Da wird wahrscheinlich noch einiges fehlen. Nur den einen Turm hätte ich ganz gerne mal so weit durch, um mir mal Gedanken zu machen, ob das so bleibt oder ob man doch nochmal was ändert. Ja, erst hier unten rein. Sehe ich schon kommen. Irgendwas funktioniert 100 Pro wieder nicht. Den können wir jetzt auch zumachen. Und hier probieren wir jetzt mal. Nein. Wir wollen hier runter. Hallo. Ey, der zeigt mir alle Seilbahnen an. Nur nicht die, die hier irgendwie... Aha. Verbindung blockiert. Das nervt doch schon. Warum geht es nach da und nicht nach da? Müsste ich jetzt wieder hier den Pilzmist wegmachen? Und das steht mittig. Das ist doch doof. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Das heißt, wir müssen die Bögen hier rausnehmen. Na, nett. Ach. Oder wir nehmen die Bögen erst raus, setzen die Seilbahn. Einmal der. Guckt euch das mal an. Jetzt ist es da blockiert. Jetzt ist es komplett blockiert. Ach nee, das ist der, den blauen da hinten angenommen. Ey, sag nur, das hätte jetzt funktioniert mit Pilzdings. Ach Mann. Ey, das ist doch manchmal zum Heulen, echt jetzt. Und das soll ja nicht als Seilbahn fungieren. Das soll ja wirklich nur so sein. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das gleiche nochmal von hier. Das Ganze schön beleuchtet. Ich denke mal, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich hätte erst da oben die wegmachen müssen. Oh, was ist denn heute los? Ja, toll. Da bauen wir nochmal die eine hin. Wir haben ja schon genug Material verschwendet. Wir haben kein Holz mehr da. Ey, da wird mir doch hier blöd, oder? Da wird mir doch hier blöd. Ja, ich muss eh nochmal Holz holen jetzt. Aber wir sind bei 30 Minuten angekommen. Kennt das Spielchen? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.